Wie schon an der Überschrift zu erkennen ist, zeige ich hier, wie man quadratische Gleichungen löst. Und zwar schnell und sicher mit Hilfe der PQ-Formel. Für die PQ-Formel wesentlich sind zwei Gleichungen. Die eine ist x² plus px plus q gleich 0 und die andere ist x 1 2 gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Die meisten kennen nur die zweite Formel und das ist auch nicht verkehrt, denn die zweite Formel ist die Lösung. Aber man sollte auch das Problem dazu kennen und das Problem ist eben in dieser roten Gleichung dargestellt. Ich werde in diesem Video erklären, wie man diese Formel anwendet, aber nicht, wie sie entsteht. Das mache ich vielleicht nochmal ein extra Video. Hier in diesem Video nehmen wir sie einfach mal als gegeben hin. Irgendein Weiser hat sie wohl mal gefunden. Was ihr euch aber merken solltet, ist quadratische Gleichung, PQ-Formel. Das sind zwei Gedanken, die im Gehirn ganz eng miteinander verbunden sein sollten. Ich werde gleich zwei Beispiele vorführen. Das erste Beispiel werde ich in aller Ausführlichkeit auswalzen und jeden Schritt einzeln darstellen. Ebenso werde ich erklären, wie man in der PQ-Formel erkennt, ob es keine, eine oder zwei Lösungen gibt. Und das zweite Beispiel mache ich dann in einem normalen Tempo und schreibe nicht so viel auf. Außerdem ergänze ich noch zwei Sonderfälle, wie man bestimmte Arten von quadratischen Gleichungen sogar noch einfacher lösen kann. Fangen wir an mit dem ersten Beispiel, das ich in aller Ausführlichkeit ausgewalzt darstelle. Ich habe mir mal eins ausgedacht, das lautet 2x² plus 8x gleich 42. Ich habe zuerst die Problemgleichung im Kopf, die lautet ja x² plus px plus q soll 0 sein. Und diese Gleichung hat noch nicht diese Struktur. Das heißt, bevor ich die PQ-Formel anwenden kann, muss ich erstmal die Gleichung in die richtige Form bringen. Auf der rechten Seite soll 0 stehen, das heißt, ich muss zuerst minus 42 rechnen. Und vor dem x² darf keine Zahl stehen, da steht im Moment gerade 2 mal, also muss ich die ganze Gleichung noch durch 2 teilen. Wenn ich das gemacht habe, komme ich auf die neue Gleichung x² plus 4x minus 21 gleich 0 und habe das in dem richtigen Format zum Anwenden der PQ-Formel. Als nächstes muss ich die Werte p und q erkennen. P ist die Zahl vor dem x, also hier 4, und q ist der reine Zahlenwert, also minus 21. Aufpassen, das Vorzeichen gehört mit dazu. Die PQ-Formel sollte ich auswendig wissen. Ich schreibe es hier nochmal hin, x12 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Und darin setze ich die beiden Zahlenwerte p und q schlicht und ergreifend ein. Das heißt hier konkret, x12 ist gleich minus 4 halbe plus minus Wurzel aus 4 halbe zum Quadrat minus minus 21. Dann kann ich anfangen, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Minus 4 halbe ist dasselbe wie minus 2 plus minus Wurzel aus. Und die Zahl, die ich davor geschrieben habe, kommt direkt am Anfang in die Wurzel nochmal rein. Aber quadriert, also 2 zum Quadrat, das ist 4, minus minus 21 ist plus 21. Fasse ich das in der Wurzel zusammen, 4 plus 21 ist 25, habe also minus 2 plus minus Wurzel aus 25 da stehen. Und kann die Wurzel aus 25 ziehen, das ist 5. Und damit habe ich auch schon die beiden Lösungen. Die erste Lösung ist minus 2 minus 5, also minus 7. Und die zweite Lösung ist minus 2 plus 5, also 3. Fertig, und zwar in der ausführlichen Lösung. Wie kann ich jetzt in der PQ-Formel erkennen, wie viele Lösungen es gibt? Ich gehe dazu in der Formel nochmal zwei, drei Schritte zurück, etwa an diese Stelle mit plus minus Wurzel aus 4 halbe zum Quadrat minus minus 21 oder schon zusammengefasst minus 2 plus minus Wurzel aus 25. Die Zahl, die unter der Wurzel steht, die nennt der Mathematiker Diskriminante und kürzt sie mit dem Buchstaben groß D ab. Das kommt vom lateinischen Discriminare, was unterscheiden heißt. Und genau das ist nämlich auch diese Zahl, an der man unterscheiden kann, wie viele Lösungen es gibt. Hier in diesem Fall ist die Zahl 25. Also größer als 0 und damit gibt es auch zwei Lösungen, so wie gerade eben gezeigt. Wenn die Zahl gleich 0 ist, dann steht da Wurzel aus 0. Wurzel aus 0 ist 0 und steht da plus minus 0. Und ob ich plus 0 oder minus 0 rechne, ist völlig wurscht, das fällt ewig. Das heißt, die einzige Zahl, die überbleibt, ist die, die vor der Wurzel steht und ich habe nur eine Lösung. Wenn die kleiner ist als 0, dann kann ich keine Wurzel ziehen und dann gibt es gar keine Lösung. Zumindest nicht im Körper der reellen Zahlen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Zweites Beispiel, jetzt mit ein bisschen mehr Tempo. Neue Gleichung, 0,5x² plus 8 gleich 5x. Erster Schritt, ich bringe sie in das passende Format, dass ich die PQ-Formel anwenden kann. Das heißt also, die 5x kommen auf die linke Seite und ich muss in diesem Fall die Gleichung mit 2 multiplizieren, damit dann nur noch x² steht. Der Schritt heißt normieren. Dann habe ich als Gleichung x² minus 10x plus 16 gleich 0, kann meine beiden Zahlen identifizieren. P steht vor dem x, ist also minus 10 und q als reiner Zahlenwert ist 16. Und ich wende die PQ-Formel an. Die negative Hälfte von p ist plus 5 und damit habe ich 5 plus minus Wurzel aus 5 zum Quadrat minus 16.
Fasse das im Kopf zusammen. 5 zum Quadrat ist 25. 25 minus 16 ist 9. Das heißt also, steht da 5 plus minus Wurzel aus 9. Und die Wurzel aus 9 ist bekanntlich 3. Und damit habe ich auch schon meine beiden Lösungen gefunden. Die erste Lösung ist 5 minus 3, das ist 2. Und die zweite Lösung ist 5 plus 3, das ist 8. Und ihr seht, das war's schon. Auf diese Weise kann ich also quadratische Gleichung lösen, und zwar schnell und immer. Die PQ-Formel funktioniert, also zumindest bei quadratischen Gleichungen. Es gibt aber auch zwei Sonderfälle, wo ich es noch leichter habe. Die möchte ich hier abschließend noch vorstellen. Der Sonderfall 1 ist der, dass kein Term mit x vorkommt. Ich habe mir auch hier ein Beispiel ausgedacht. Nehmen wir x² minus 36 gleich 0. Das kann ich in zwei Schritten schnell lösen. Ich rechne zuerst plus 36, habe dann dort stehen x² gleich 36 und ziehe dann auf beiden Seiten die Wurzel und habe die Lösung 6 gefunden. Viele Leute vergessen aber, dass es noch eine zweite Zahl gibt, die zum Quadrat 36 ist, und zwar ist das minus 6. Das heißt, ich muss eine zweite Lösung berücksichtigen, x ist 6 oder x ist minus 6. Dieses komische V-Zeichen da heißt in der Mathematik oder. Sonderfall 2 ist, ich habe keinen reinen Zahlenwert. Ich verändere mal mein Beispiel ein ganz kleines bisschen. Ich habe jetzt nur noch stehen x² minus 36x gleich 0. In diesem Fall kann ich dann ein x ausklammern, sodass da stehen bleibt x mal x minus 36 gleich 0. Und dann weiß ich, dass ein Produkt 0 ist, wenn einer der Faktoren 0 ist. Und der erste Faktor, das x, ist 0, wenn x selber 0 ist. Der zweite Faktor ist 0, wenn x den Wert 36 annimmt. Und habe auch in diesem Fall die Gleichung ganz schnell gelöst. Und damit sollten quadratische Gleichungen ihren Schrecken verloren haben und für euch ganz einfach lösbar sein. Viel Erfolg bei euren eigenen Übungen. Tschüss.